Immer wieder stelle ich fest, dass es verschiedene Darstellungen gibt von mir, von anderen Kanälen, die ich natürlich auch beobachte, die auch mich beobachten. Und immer wieder, ja, ich sage A, die anderen sagen C, der nächste sagt F. Also es ist ganz verschieden. Woher kommt das eigentlich? Warum erklären wir alles so verschieden? Naja gut, zum einen muss man sehen, ich für meinen Teil zum Beispiel berichte jetzt nicht aus komplett Tansania, auch wenn ich manchmal sage Tansania, ich berichte eigentlich nur aus dem Bereich Arusha. Ich versuche eigentlich auch immer, ich mache ja eigentlich keine Lebensgeschichten, Mensch, was passiert mir hier so alles, sondern ich versuche eigentlich, das immer so ein bisschen informativ rüberzukriegen. Klappt nicht immer, aber ich versuche es halt in der Richtung. So, das heißt, wir haben natürlich ganz verschiedene Ansätze. Nun, ich bin jetzt extra weit weggegangen, ne, dass man diese Pfeilerei da nicht hört. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, ich berichte hier aus Arusha und Umgebung und kann jetzt weder für Dar es Salaam sprechen, noch für Dodoma oder für irgendwas anderes. Ja? Und deshalb das eine, also das Örtliche. Nun zum anderen, es gibt verschiedene Welten hier in Tansania, genauso wie eben auch in Deutschland. Ja? Es ist natürlich so, dass ein Bayer anders reagiert wie ein Hamburger. Habari, ja, das ist, wir haben verschiedene Aussprachen, wir haben verschiedene Denkweisen und verschiedene Rituale und auch Gesellschaftsrituale. Ich versuche hier, oder wir versuchen uns hier so gut wie möglich zu integrieren. Wir wollen wirklich versuchen, ja, wie die Tansanier zu leben. Das sind immer so Abstufungen, die man machen muss, also immer wieder Rückschritte eigentlich. Das heißt von Superluxus langsam immer weiter runter zu normal. Und das ist das, was wir eigentlich wollen. Nun berichte ich natürlich ganz andere Sachen. Ja? Ich kaufe jetzt nicht bei Shoppers ein und deshalb werdet ihr von mir hören, bestimmte Sachen gibt es hier nicht zu kaufen. Nun gibt es ja auch nicht. Bei Shoppers ist es zwar so, dass manches mehr gibt, auch westliche Sachen gibt. Aber, also bei Supermärkten, bei großen internationalen Supermärkten. Aber ich kaufe halt, oder wir kaufen hier hauptsächlich im Local-Bereich ein, da, wo die Nachbarn auch alle einkaufen. Auch wir haben hier so einen kleinen Supermarkt und da gibt es auch mal Ketchup aus Amerika oder so, Kentucky-Ketchup. Haben wir auch. Ja? Aber es ist bei mir natürlich so, dass wir hier ja, diese Local-Geschichte versuchen. Es gibt auch anderes Tansania. Ich habe hier Leute kennengelernt, die wochenlang in diesem Land leben und dieses Land noch nie gesehen haben. Die haben Safaris gemacht. Die waren, das haben wir noch nicht, ja? Die haben hier die ganze Tierwelt gesehen. Die sind auf den Berg geklettert. Alles toll. Die haben alle Touristenattraktionen mitgenommen, die es nur gibt. Aber die haben Tansania nicht kennengelernt. In meinen Augen zumindest nicht. Ja? Die sagen natürlich, oh, ich war in einem fremden Land, alles war anders. Es gibt Menschen auch den Unterschied zwischen, ja, wer kann sich was leisten. Also ich könnte jetzt noch so reich sein, ich möchte trotzdem die Tour fahren, die wir jetzt fahren. Und andere, die haben halt viel Geld und wenn die irgendwo hinreisen in ein Land, das ist egal in welches Land, dann wollen die ihr internationales Frühstück morgens haben, die wollen ihr Schnitzelchen haben mit Pommes. Also alles, was ich zu Hause auch habe, muss ich hier auch haben. Am besten noch deutsches Fernsehen. Das ist etwas, das ich nicht brauche, aber ich verstehe es, wenn jemand das so haben will. Wenn er es sich leisten kann und wenn er sagt, Mensch, ich mache das gerne, ja, warum nicht? Ja? Nur in meinen Augen haben diese Leute eben Tansania noch nicht entdeckt, noch nicht gesehen. Für mich ist es wichtig, mit den Nachbarn zu sprechen, mit den Leuten zu sprechen, in Kontakt zu treten mit jedem und Herr Barry, und einfach, kam gerade passend jetzt, ne? Und einfach, ja, mit den Leuten hier zu leben. Also ich nenne das jetzt mal Integration. Ich werde demnächst auch mal ein Video über Sprachen machen hier. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ja, das ist das, was die Unterschiede ausmacht. Nun, natürlich ist auch so, dass man unterscheiden muss zwischen lebe ich hier, mache ich hier Urlaub, mache ich einen langen Urlaub, ein halbes Jahr lang. Es gibt auch welche, die machen 2-Jahres-Urlaub und gehen dann wieder. Alles in Ordnung. Nur jeder hat halt so seine eigenen und anderen Ansätze. So, ich kann nur von meinem Ansatz aus berichten.
Ich kann euch natürlich jetzt nicht sagen, wie toll es ist, was weiß ich, hier mit einem eigenen Flugzeug rumzudüsen oder was weiß ich was. Ja, ich kann das. Oder im besten Hotel aller Zeiten, das genauso aufgebaut ist wie jedes andere Hotel weltweit. Kann ich euch zwar, weil ich viel in Hotels unterwegs war, erklären, aber ist nicht das, was ich brauche. Nun, das Letzte. Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, hier zu leben, für die Leute, die ausgewandert sind. Moment mal. Abari, ist ja super. Salam alaikum. Iko. Abari. Es ist natürlich auch so, dass manche, die auswandern, sagen, ja gut, okay, ich fühle mich hier ja komplett allein gelassen. Ich brauche eine Community. Und die finden dann auch eine Community. Es ist hier relativ leicht, deutsche Community zu finden oder deutsche Leute zu finden. Und ja, auch das ist möglich hier. Ja, ich bin jetzt der, der sich da so ein bisschen davon, ja, ich sage jetzt nicht distanziert, ich mag viele Leute auch, aber der halt versucht, so ein bisschen hier mehr mit den Einheimischen zu machen als mit Deutschen. Hi Katharina. Ja, das soweit zu der Begründung, warum sich hier alles ein bisschen, ja, warum das hier alles ein bisschen anders ist. Oder warum wir auch verschieden berichten. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Schwenk auf die Katharina und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Say hi, Katharina.